Hallo und herzlich willkommen zum Peppermint Anime Hangout November 2015. Wir haben einfach so einen ultra geilen langen Namen. Ich bin der Basti. Das hier, mal wieder. Das da, Benny, da unten so in der Ecke. Da, weg. Da so, ja. Ihr kennt uns vielleicht von Peppermint Gaming oder vom Peppermint Anime Hangout oder von Conventions oder sonst irgendwoher. Schön, dass ihr wieder zuschaut. Wie jeden Monat werden wir euch ein bisschen mit Infos versorgen rund um Peppermint Anime. Wir haben ein tolles Gewinnspiel, wie ihr hier so seht. Wir werden im Laufe der Sendung ein paar Sachen hier live verlosen. Also bleibt auf jeden Fall dran und macht euch am besten schon mal euer E-Mail-Account auf irgendwo. Denn wie immer werden wir das Ganze so lösen, dass ihr uns eine E-Mail an pep@peppermint-anime.de schickt. Und dann werden wir im Laufe der Sendung später einen Gewinner ziehen. Wir begrüßen auch alle neu hinzugekommenen, die uns vielleicht vom Nino gerade zugeflogen sind, denn Nino hat ja darauf hingewiesen, dass wir heute noch zu einem bestimmten Thema was zu erzählen haben, dazu aber später mehr. Ja, falls ihr neu bei uns seid und nicht wisst, was für Chaoten wir sind ganz, ganz große Chaoten, deswegen wundert euch nicht, wenn hier Chaos und Anarchie herrschen während unseres Hangouts. Inhaltlich werden wir heute behandeln, ja, Anohana, Free, Winter Simulcast, Peppermint Anime Festival und wie immer gibt es am Ende auch eben so eine kurze oder manchmal auch längere Frage- und Antwortrunde, wo ihr uns einfach ja, in den Chat, idealerweise hier bei Twitch, Fragen reinschreibt, was euch interessiert. Wie immer sagen wir jetzt schon mal, wir werden es später auch noch 10-mal sagen, aus strategischen Gründen können wir uns nicht zu unserem Interesse an unlizenzierten Serien äußern. Also ich weiß, es wollen immer 2 Millionen Leute wissen, was mit Fairy Tail ist, aber aus strategischen Gründen können wir uns nicht zu unserem Interesse. Benny, sagst du einmal. Aus strategischen Gründen können wir uns nicht an Interesse irgendwelcher Serien äußern, die noch nicht lizenziert sind. Das war jetzt grammatikalisch nicht ganz sauber, aber ich glaube, die Message kam definitiv an. Und ja, dazu definitiv später mehr, denn wir wissen, dass, obwohl wir es sagen, trotzdem 10-mal die Fragen kommen und irgendwann werden wir so einen Hot-Button haben wie Stefan Raab und werden dann einfach, glaube ich, da so ein bisschen Hotbutton-mäßig immer die Antwort geben, wenn die Frage kommt. Nein, möchtest du nicht? Nein, wir haben ein Hot Keyboard. Ein Hot Keyboard. Yeah. Genau. So wie der Kleine aus Bob's Burgers. Ja. Der ist awesome mit seinem Keyboard. So eins hätte ich auch gerne. Ja, Benny, wir waren in Japan. Erzähl mal kurz, bevor wir hier tief ins Thema einsteigen. Wie hat es dir gefallen? Ein Wort episch. Ein Wort episch. Ja. Nein, war überragend. So wie man sich das, beziehungsweise wie ich mir das seit vielen, 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 vielen Jahren erträumt habe. Wenn ich mal da bin und kann ich nur jedem empfehlen, die, wenn man mal die Möglichkeit hat, die Reise zu machen, macht es auf jeden Fall. Es ist ja quasi unbeschreiblich. Man kann es schwer in Worte fassen, was man da so alles erlebt, was man da alles sieht. Benni ist jetzt noch ganz geflasht. Ja, ich bin mir noch immer mega geflasht und es ist halt so faszinierend. Man kommt da an und es ist einfach, es ist kein Kulturschock, obwohl es so quasi krass gegensätzlich zu unserer Kultur ist, wenn man da ankommt. Aber es ist auf eine positive Weise eine Art Kulturschock. Ja, es ist alles besser. Naja, fast alles. Also so 95% sind besser als hier in Deutschland, was eigentlich schon reicht, damit es so awesome ist. Absolut. Und ja, falls ihr es noch nicht gesehen habt, wir haben auch ein kleines Videotagebuch gemacht. Könnt ihr auf unserem YouTube-Channel euch anschauen, das TIFFCOM-Videotagebuch. Das Gewinnspiel ist leider beendet. Da werden wir nämlich später auch noch den Gewinner unseres Lootbeutels bekannt geben. Aber falls ihr Bock habt, schaut mal rein und wenn es euch gefällt, merkt euch schon mal vor, im März sind wir wieder in Tokio, dann zur Anime Japan und da wird es auch wieder ein Videotagebuch geben und wir werden wieder einen tollen Lootbeutel packen. Also auch für alle, die jetzt nicht mehr mitmachen konnten bei unserem Gewinnspiel oder die heute dann leider nicht gewinnen werden, nicht traurig sein, es kommt wieder ein Flug nach Japan mit einem neuen Lootbeutel, einem neuen Tagebuch, einem neuen Gewinnspiel. Ja, schön. Wird super. Wird immer super. Immer super, wenn wir in Japan sind. So, dann steigen wir mal so ein bisschen hier ins Thema ein. Wir müssen noch mal ein paar unschöne Sachen hier kundtun und weil unschöne Sachen, ja, reden wir nie gerne drüber, deswegen hauen wir das gleich mal schnell weg. Es haben ja auch schon einige nachgefragt und im Stress der Spiel- und des Japan-Besuchs und der Festivalvorbereitung ist es ein bisschen untergegangen. Wir haben es noch nicht so richtig kommuniziert. Aber falls ihr es eben noch nicht mitbekommen habt, wir müssten
Fate's Day Night ein bisschen verschieben. Da sollte ja eigentlich das dritte Volume eben diesen Monat schon rauskommen, weil wir aber das Material aus Japan nicht rechtzeitig bekommen haben, weil auch die Japaner da ja eine Pause gemacht haben zwischen der ersten Hälfte und der zweiten Hälfte der Serie, haben wir das mit der Synchro nicht hinbekommen und jetzt erscheint Fate's Day Night Volume 3 im Januar und Volume 4 im März. Das ist das eine. Und das andere ist, dass wir auch bei Durarara um einen Monat leider schieben müssen, weil wir da auch mit der Synchro nicht so fertig werden, wie wir uns das vorgestellt haben. Durarara sollte ja ursprünglich im März auf DVD und Blu-ray erscheinen. Und da fangen wir jetzt aber erst im April an, also einfach einen Monat nach hinten. Nicht traurig sein, wir haben ganz viele andere tolle Sachen in der Zwischenzeit, die rauskommen. Steins Gate, Persona, Anohana, Assassination Classroom. Free. Echt? Wir machen Free, wusste ich noch gar nicht. Ist das gut? Möglicherweise. Ich habe gehört, das soll ganz interessant sein. Ich habe gehört, die Jungs machen sich die ganze Zeit nur nackig. Das kann doch nicht die Handlung einer Serie sein. Das könnte der eine der Gründe sein. Ich verstehe. Bevor Klischees erfüllt werden, nein, die Jungs machen sich natürlich nicht nur die ganze Zeit nackig, auch wenn die Mädchen wahrscheinlich den Schwerpunkt auf diesen Aspekt der Serie legen. Aber Free hat auch ganz viel mehr zu bieten. Wie immer können wir nur sagen, schaut es euch an und als Junge gerade, gebt der Serie 2 Folgen, wenn ihr sie dann scheiße findet. Okay, ihr habt es probiert, aber verurteilt sie nicht von vornherein, denn die ist echt gut und macht echt richtig, richtig Spaß. Und erfreulicherweise war es das dann jetzt ja auch schon mit Terminverschiebungen. Das ist ja doch relativ überschaubar und wir hoffen auch, dass das die letzten Verschiebungen für die nächsten 5 Jahre sind. Wir sind einfach mal optimistisch. Alle Termine könnt ihr auch immer bei uns auf der Homepage, also auf peppermint-anime.de finden. Da gibt es rechts so eine kleine Leiste, da stehen unsere Events drin und da stehen die DVD Blu-ray-Releases der nächsten 3 bis 4 Monate drin. Also wenn ihr irgendwo unsicher seid, wann was rauskommt, schaut auch ruhig mal dahin und nehmt es nicht persönlich, wenn die Peppermint Social Media Crew, die aus 0,5 Personen besteht, manchmal ein bisschen länger braucht, um zu antworten oder manche Postings auch ganz übersieht, denn ihr seid manchmal nicht der Einzige, der was von uns will und dementsprechend ja geht leider manchmal was unter. Wir tun es nicht absichtlich, es passiert einfach. Ich schlag mich auch jeden Abend selber einfach mal präventiv, weil ich weiß ja nicht, was ich vergessen habe. Kommen wir nur zu erfreulicheren Dingen. Wir hätten euch sehr, sehr gerne. Selbstgeißelung. Ja, Selbstgeißelung. Wir hätten euch heute sehr, sehr gerne schon was gezeigt, nicht Penny? Ja. Wir hätten uns gerne was gezeigt, aber leider haben wir noch keine Hauptcharaktere aufgenommen und Nebencharaktere ohne irgendwas drumherum haben wir gedacht, ist jetzt auch nicht so aufregend. Wir reden nämlich von Anohana. Da haben die Synchro-Aufnahmen gerade angefangen vor wenigen Tagen. Aber wie gesagt, bisher nur Nebencast aufgenommen, um so Menge Masse. Aber wir haben uns gedacht, wir machen da einfach so, wie wir das bei Steins Gate auch im Frühjahr schon gemacht haben, ein kurzes Video, hochprofessionell von uns zusammengeschnitten, wo wir euch einfach mal kurz die Sprecher vorstellen, die in Anohana eben da am Werke sind. Und ich würde sagen, das schauen wir uns jetzt einfach mal kurz an. Wir präsentieren euch den deutschen Synchrocast für Anohana. Soやって今は僕の方へ問い詰めることもなくて、まだ二人はすぐそこにいるのに、どうかまた会えますようになんて。
Ja, oh, da verpasst der Benni wieder volle Kanne den Knopf zum Zurückschalten. Nein, daneben geklickt. Daneben geklickt, ja, auch gut. Furchtbar. Du hebst deine ganzen Skills für Gaming auf, oder? Ja, StarCraft steht vor der Tür. Da muss ich exakt klicken. Ja, deswegen können. Wundert euch nicht, wenn wir heute ganz viele Videos falsch klicken, weil so viele Videos sind es ja gar nicht, eigentlich sind es nur zwei. Benni hebt seine Gaming-Skills auf. Und kommen wir zurück zum Thema, nachdem der René gerade so schön lassiv an der Mauer gelehnt hat auf seinem letzten Bild. Ich fand es so klasse, ich muss das unbedingt nehmen. Ja, das sind die Sprecher für Anohana. Erscheint ab 26. Februar auf DVD und Blu-ray. Ganz, ganz toller Cast. René, der ja schon Steins Gate für uns gerockt hat, wird da auch wieder Buch und Regie übernehmen. Ich denke, dass man mit den Sprechern zufrieden sein kann. Wir sind sehr, sehr optimistisch, dass das eine tolle, tolle Sache wird. Und ja, falls ihr Fragen dazu habt, stellt sie uns später in unserer Q&A-Runde. Und gibt es sonst noch was zu Anohana zu sagen? Nein, ich glaube nicht. Wir werden euch im nächsten Hangout auf jeden Fall mal Synchro-Ausschnitte dann noch zeigen. Das nächste Hangout gibt es im Dezember. Den genauen Termin verrate ich euch später. Und dann werden wir auch für euch mit am Start haben Ausschnitte aus der Assassination Classroom Synchro. Und wenn alles ganz, 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 ganz glatt läuft, dann haben wir vielleicht auch schon anderthalb Sätze aus Free für euch am Start. Also im Dezember definitiv wieder einschalten. Ich würde euch auch gerne die Sprecher schon verraten, aber nachdem die noch nicht alle bestätigt sind, lassen wir das lieber. Also wir werden da dann uns euch gegenüber äußern, sobald wir die Bestätigung haben von allen Sprechern, und dann geben wir euch da auch den Cast bekannt, eben für Assassination Classroom und für Free. Und das bringt mich gleich zum neuen Punkt auf meiner Agenda, denn wir machen ja auch Simulcast, falls ihr das nicht kennt, das heißt bei unserem Angebot Peppermint TV, was ihr über Vimeo On Demand oder über unseren Peppermint TV Shop genießen könnt, da könnt ihr ja ausgewählte Serien aus Japan immer direkt nach japanischer Fernsehausstrahlung bei uns in der Originalfassung mit Untertiteln sehen. Aktuell im Herbst haben wir da Asterisk War am Start, aber im Januar werden wir da ein bisschen aufstocken. Wer uns kennt, weiß ja, dass wir normalerweise eigentlich mehr als eine Serie machen. Und wenig überraschend können wir euch heute schon mal auf jeden Fall verkünden, dass wir mit Durarara weitermachen, Durarara X 2. Das geht im Januar weiter und das ist das große, große Finale der Durarara-Saga. Und ja, das wird es im Januar bei uns im Simulcast geben. Und auch, das war jetzt noch nicht ganz so klar, aber wir freuen uns heute auch, das euch zu verkünden, dass wir das nämlich in Tokio auf der TIFFCOM klar gemacht haben. Wir werden mit Assassination Classroom weitermachen. Assassination Classroom 2 ab Januar auch bei uns im Simulcast. Passend dann natürlich auch zum DVD-Blu-Ray-Release der ersten Staffel, der dann eben im Februar ansteht. März, April, Mai, Februar. Juni, Juli, August. Im Februar ansteht. Infos dazu, Details haben wir für euch dann im Dezember auch im Hangout. Wir haben leider noch keine Trailer, noch kein Promo-Material bekommen aus Japan. Aber Benni rollt die Augen, er findet mein Englisch ultra gut. Benni, was erwartest du dir von Durarara X2-3 und von Assassination Classroom im Januar? Also bei Durarara muss ich ganz ehrlich sagen, ich erwarte mir, dass... Es klingt langweilig, aber ich erwarte mir dasselbe, was so gesehen die letzten Durarara-Staffeln schon geboten haben. Denn ich finde Durarara super, super gut, super spannend, super geile Charaktere, sehr, sehr viel Tiefe in den Charakteren drin. Und mag vielleicht, wenn man da ein bisschen, wenn man da einsteigt, ein bisschen wirr am Anfang sein, weil es einfach unfassbar viele Charaktere sind, mit denen man sich auseinandersetzen muss. Aber wenn man da mal so ein bisschen die Kurve gekriegt hat, kann man quasi nicht mehr aufhören, sich das anzugucken. Es ist wirklich, wirklich unterhaltsam und es verbindet so viele Sachen. Es hat ein bisschen Romance drin, es hat ein bisschen Comedy drin, Action. Mystery. Also ich finde die Serie grandios gut. Du sagst immer, es ist ein bisschen wie ein Quentin Tarantino-Film als Anime-Serie. Wobei ich finde, dass Gott zum Glück nicht so viel sinnlos vor sich hingeschwafelt wird, wie in dem klassischen Tarantino-Film. Aber vom Grundkonzept her stimmt es schon. Also es hat schon teilweise auch so ein bisschen was von einem Roadmovie, weil es so, ja, das ist einfach so... Ja, vor allen Dingen ist es eigentlich episch, wenn man sich überlegt, also
auch wenn es natürlich in sich abgeschlossene Handlungen in diesen Arcs sind, aber eigentlich haben wir da jetzt einen Epos von knapp, was sind 60 Folgen? Oder es sind 24 also und 36, glaube ich, so ungefähr. 24, erste Staffel. Ja, und dann hatten wir 2x12. Wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass die dritte Staffel auch wieder 12 hat, weil ja, nachdem die ersten zwei Arcs aus der zweiten Staffel 12 haben, behaupten wir jetzt einfach mal, dass das wieder so ist. 60. 60. Und 60 episch gute Story-driven Folgen ja, mit ganz coolen Charakteren. Solltet ihr auf jeden Fall anschauen. Falls ihr es noch nicht kennt, schaut rein. Und auch nochmal der Hinweis für alle, dass unser DVD-Blu-Ray-Release, also wir machen das ja ein bisschen anders. Das Ding war ja schon mal so ansatzweise auf Deutsch draußen, also eigentlich nicht auf Deutsch eben, sondern es gab mal DVDs mit Original mit Untertiteln und da fandet ihr die Untertitel ja nicht so cool. Deswegen haben wir auch die Untertitel nochmal komplett neu angegangen. Also ihr braucht da keine Sorgen haben, dass wir euch da etwas Altes aufwärmen, sondern wir haben das Material in die Hand genommen, haben wir noch komplett von Null übersetzt und haben es eben auch jetzt mit dem Untertitel-Style, wie wir den aktuell verwenden auf unseren DVDs, Blu-Rays und wie wir es im Simulcast machen, hübsch gemacht. Also für alle Durarara-Fans eigentlich ein Muss und alle, die es noch werden wollen, auf jeden Fall mal in den Simulcast reinschauen, lohnt sich. Definitiv. Definitiv. Ja. Super Serie. Und super dann? Serie. Dann haben wir Assassination Classroom. Ja, Koro-Sensei einfach fabulous awesome. Eben. Also, ich meine, Assassination Classroom ist ein Riesenerfolg gewesen. Zu Recht. Ja. Es ist eine super unterhaltsame Story. Der Charakter eben von Koro-Sensei ist einfach wahnsinnig gut ausgezeichnet, so gesehen. Ich finde aber auch einen Teil von den Schülern echt cool. Also Karma ist schon echt eben, geil. Ich wollte gerade sagen, also das ist eigentlich das, worauf ich mich fast am meisten jetzt in der neuen Staffel freue, rauszufinden, wie es jetzt eben mit Karma weitergeht und wie es auch mit Nagisa weitergeht, weil ich die beiden so vor allen Dingen auch als Team echt cool finde. Eben der eine, der so eher so der Schüchterne, der im Hintergrund immer steht, und dann der andere, der so in your face, ultra hochintelligent und alle dann irgendwie hintenrum platt macht. Das finde ich total gut. Bin ich gespannt. Und natürlich die große Frage, was wird mit der Rakete passieren? Die mysteriöse Rakete. Der ersten Folge oder, ich weiß nicht, war es die, nee, in der ersten Folge. In der ersten Folge, glaube ich, ja, hatte ich Rakete die seit der ersten Folge im Lehrerzimmer rumsteht. Wir müssen auch noch eine Rakete für unseren Stand bauen. Exakt, das ist die große Mission über den Winter. Wir wollen unbedingt nächstes Jahr auf den Conventions die Rakete bei unserem Stand stehen haben. Die wird wahrscheinlich nur eine Convention überleben, weil so wie wir unsere Autos packen, ist die tendenziell hinterher kaputt. Oder wir binden sie aufs Dach. Da hat bestimmt die Polizei auf der Autobahn viel Spaß, sagen, wenn wir mit so einer Rakete super auf dem Dach durch die Weltgeschichte fahren. Aber auch generell, also die grundsätzliche Story ist halt auch einfach jetzt, es wird spannend, weil in der ersten Staffel so viel immer wieder angedeutet worden ist, über den Hintergrund von Koro-Sensei, wo er herkommt und wie er zu dem geworden ist, was er jetzt ist. Und das wird alles nur so angeteasert und ich verspreche mir da jetzt schon, dass da noch so ein bisschen mehr... Da ist viel Potenzial. Ja, so ein bisschen mehr kommt. Und mir wurde ja auch schon von anderen Seiten zugetragen, dass im Manga man ja wohl schon deutlich weiter ist. Und dass man da auch schon mehr über dieses Ding erfahren hat, was ich aber bis jetzt vermieden habe. Also ich möchte das in der Serie lernen, quasi. Wir werden gespannt yes schauen, wie es weitergeht mit Koro-Sensei. Und ja, bevor wir zum nächsten Punkt gehen, ganz kurz, ich habe es im Chat gerade durchfliegen sehen. Da wurde nämlich der Steins Gate Film Ultra Limited Hyper Mega Collectors Edition zu Recht angesprochen und das muss ich mir jetzt ein bisschen hier selber ankreiden, dass ich das vorhin nicht erwähnt habe, bei Terminverschiebungen, also keine Sorge, wir verschieben nicht den Film, aber wir haben leider noch kein Feedback aus Japan zu unserer Collectors Edition bekommen, die wir machen wollen und deswegen bringt es nichts, wenn wir euch davon erzählen, weil wenn die Japaner sagen, ist alles doof, dann können wir das nicht machen. Also habt bitte noch ein wenig Geduld. Wir sind da dran. Wir versuchen das noch vor Weihnachten auf jeden Fall zu klären, um euch da zu informieren, was es da Tolles gibt, damit ihr schon mal anfangen könnt zu sparen. Nein, keine Sorge, so ultra teuer wird es auch nicht. Aber wie angedroht, wir wollen da was ganz, ganz Cooles basteln, rund um den Steins Gate Film, den wir nächstes Jahr im Sommer rausbringen werden. Jetzt gibt es ja erstmal die Volume 1 eben als Limited Edition mit einem Sammelschuber dabei und dann die ultra coolen Specials heben wir uns eben fürs Movie im Sommer auf. Genau. So, jetzt kommen wir zum Gewinnspiel-Segment und wir haben es ja in den Social Medias schon angekündigt, wir haben heute drei Sachen, die wir verlosen. Zum einen bedanken wir uns bei unseren Freunden von Bandai Namco, ah ja, Ben, ich kann es näher ranhalten, denn wir hatten da noch ein, J-Stars. Wenn es nicht so spiegeln, ah, ja, jetzt hat, sehr gut.
J-Stars Victory vs. Plus für die PlayStation 4 im Angebot. Das könnt ihr gewinnen. Und außerdem haben wir einmal im Angebot, das macht der Basti jetzt hier so. Also wir haben hier... Die war echt der Hammer. Also einmal Sword Art Online. Das ist Background Action. Sword Art Online 2. Hier der Special Sammelschuber. Zusammen mit Sword Art Online 2 Volume 1, 2, 3, 4 auf DVD. Das ist unser zweiter Preis. Und der dritte Preis ist ein Tagespass für unser Peppermint Anime Festival in einer Stadt eurer Wahl. Das könnt ihr gewinnen, die nächsten, ja, ich würde sagen, geschätzt so 15 bis 20 Minuten. Und dafür schickt ihr einfach eine E-Mail an pep@peppermint-anime.de und verratet mir in dieser E-Mail, wie denn der Hauptfilm in unserem Peppermint Anime Festival heißt. Ich habe keine Ahnung, wie ihr da drauf kommen könntet. Aber es gibt durchaus einen Hinweis in diesem Bild hier, was vielleicht die Lösung ist. Vielleicht ist es auch einfach nicht scharf genug. Das wird es jetzt erschweren, wenn man es gar nicht richtig... Meinst du, dass man es gar nicht lesen kann? Ja. Naja, aber dann könnten Sie ja kurz auf unsere Homepage schauen und gucken, was da auf dem... nein, wir machen es jetzt nicht zu einfach. Google hilft. man könnte es auch anders herausfinden. Also... genau, schickt einfach jetzt an pep@peppermint-anime.de. Falls ihr nicht wisst, wie man das schreibt, schaut auch hier auf unsere Homepage unter Kontakt, da steht die Adresse, was eben das Feature-Movie auf unserem Festival ist. Oh Gott, jetzt schaltet sich unser Fernseher gleich aus. Wo ist die beliebige Taste? Dann schickt uns einfach eben die E-Mail und wir ziehen aus allen richtigen Einsendungen, falls es mehr als drei gibt, hoffen wir mal, ziehen wir dann später die Gewinner gleich hier in der Sendung, dass ihr erfahrt, was ihr denn hier so gewonnen habt. Und wo wir gerade hier bei Gewinnspielzeug sind, wie versprochen natürlich jetzt die große Auflösung. Das ist unser Lootbeutel. So sieht er aus, ja, von der TIFFCOM, vom Toronto, nein, nicht vom Toronto, vom Toronto Film. Ja, das ist so gemein, weil, also Insider-Informationen, ja, es ist fast zeitgleich, ist ein Toronto Internationales Filmfestival und sowohl Toronto International Film Festival als auch Tokyo International Film Festival werden beide mit TIFF abgekürzt und das macht dem alten Basti manchmal ein wenig wirr. So, kommen wir aber zurück. Für alle, die es noch nicht gesehen haben, fassen wir noch mal kurz zusammen. Also hier sind so coole Sachen drin. Wir haben hier ein Glas, wir haben hier ein Mini-Gundam drin, wir haben hier so ein Weekly Shonen Jump in dem Lootbeutel und ganz viele andere Sachen. Leider, ich bin ja schon ein wenig enttäuscht, der Gewinner hat gesagt, er möchte das Höschen nicht haben, denn wir haben ja auch so ein ominöses, angeblich getragenes Höschen aus so einem Automaten in Nakano gezogen. Der Gewinner hat gesagt, er möchte das Höschen nicht haben. Insofern würde ich einfach sagen, wenn ihr das Höschen gewinnen wollt, schreibt eine E-Mail an pep@peppermint-anime.de mit dem Stichwort Höschen. Nein, und dann verlosen getragenes wir. Getragenes Höschen. Getragenes Höschen. Ja, jetzt haben wir es schon gesagt, vielleicht sind die ersten E-Mails schon raus. Also Stichwort Höschen oder getragenes Höschen. Falls ihr das haben wollt, dann verlosen wir das später auch noch. Und diesen tollen Lootbeutel, wo eben auch noch so ein paar Magazine und Schlüsselanhänger, Flyer, Süßigkeiten, Kram, drin ist, das hat jemand gewonnen jetzt. Der musste 5 Fragen dazu beantworten. Die 5 Fragen waren zum einen, wo haben der Benni und ich, also an welchem Bahnhof, haben wir ein Video mal gemacht in unserem Tagebuch und da war die richtige Antwort Ueno Station. Dann war die Frage, welchen Berg wir von Hakone aus sehen wollten, aber leider nicht gesehen haben, weil das Wetter nicht gut war. Da haben gleich ein paar geschrieben, das ist kein Berg, sondern ein Vulkan. Naja, also... Ein Vulkan. Ein Vulkanberg. Es war natürlich der Mount Fuji, den wir nicht gesehen haben. Mount steht übrigens für Berg. Oder auch Fuji Yama. Und das Yama überraschenderweise steht auch für Berg. Also vielleicht ist es ein halber Berg oder ein Viertelberg. Wer weiß. Man müsste seine Eltern fragen. Ja. wir haben eine coole Band gesehen. Also wir haben zum einen Sekai no Owari gesehen. Die haben am Dienstag performt. Aber am Donnerstag haben wir eine geile Band gesehen. Die machen nämlich hier Opening-Mucke für Free und für Kuroko no Basket. Und die heißen? Old Codex. Yeah. Und in einem Wort geschrieben. In einem Wort und alles groß. Mhm. Das hat jetzt aber kein Ausschlusskriterium. Also wenn ihr Old Codex in irgendeiner Kombination geschrieben habt, dann war das natürlich richtig.
Benny hat sich was für ein tolles Spielzeug gekauft? Einen Gundam. Ja. Und der Witz an der Sache war, ich glaube, die Leute haben dann sogar die exakte Modellbezeichnung des Gundams geschrieben. Ja, also unser Gewinner hat geschrieben, Gundam Death Scythe Hell Mobile Suit XXXG 01D2 in der Master Grade Version. Ja, guck mal einer an. Es ist wirklich absolut exakt richtig. Es absolut genau exakt das, was richtig auf der Packung ja steht. Auch immer da, ich weiß nicht, warum das Höschen nicht haben will. und dann die fünfte Frage war, wo der Basti sein Blätterschau-Video gemacht hat und fast vom Bären gefressen wurde. Die Geschichte erzähle ich nicht nochmal, aber es war aufregend. Es war ein echter Bär, falls ihr euch fragt, wovon ich rede. Aber reden wir lieber drüber, wo das war. Das war nämlich in Karuizawa am Kyuzui-Pass oder so ähnlich. Kyuzui-Pass, ich kann es kaum aussprechen. Genau, das war die richtige Antwort. Wir haben sowohl Karuizawa als auch den Namen von dem Pass, den ich nicht aussprechen kann, zählen lassen. Und der glückliche Gewinner, das ist der Dominik aus Düsseldorf. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Du bekommst in den kommenden Tagen diesen schicken Lootbeutel zugeschickt, ohne getragenes Höschen. Wir sind sehr, sehr traurig. Aber vielleicht freut sich jetzt ja jemand anderes darüber. Nicht vergessen, schickt einfach eine Mail mit dem Hinweis getragenes Höschen oder Höschen an pepperpeppermint-anime.de. Dann losen wir da gleich auch noch Höschen aus. Ja. Wie können wir denn noch mehr das Wort Höschen über unsere Konversation einbauen? Höschen, 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 Höschen. Bei Peppermint Anime Festival gibt es kaum Höschen. Das ist ein bisschen schade. Oder? Für unsere Edgy-Fans hätten wir eigentlich mal irgendwie, sollten wir mal noch einen Edgy-Titel ins Festival aufnehmen. Dann gibt es ein Höschen-Sonderscreening. Höschen, Höschen, Höschen. Ja. Brücke geschlagen. Peppermint Anime Festival. Benni, oh, deine Meinung. Was? Deine Meinung zu Peppermint Anime Festival. Ist super bis jetzt. Filmauswahl grandios. was natürlich der Trick an der Sache ist. Ich kann ja nicht spoilern, aber ich kann euch zumindest so viel verraten. Das, was noch kommt, was in der Pipeline noch ist, ist episch. Also ja, es lohnt sich absolut, jetzt noch günstig im Vorverkauf sich irgendwo Karten zu sichern. Ich glaube, einige Städte sind ja sogar schon ausverkauft. Nee, wir waren ausverkauft. Wir waren ausverkauft. Letzte Woche war ja Early-Bird-Ticket-Phase. Mhm. Die Karten waren fast überall ausverkauft. Wir sind diese Woche in unsere Vorverkaufsphase 2 gestartet. Aktuell gibt es Tagespässe für 40 Euro. Damit könnt ihr bis zu 7 Vorstellungen besuchen, von morgens um 9 bis nachts um 1. Die Städte seht ihr hier auf diesem Poster, könnt ihr aber nicht lesen. Also wir fangen am 16. Januar in Hamburg an, sind am 17. Januar in Berlin, am 23. in Köln, am 24. in Frankfurt, am 30. in Wien, am 31. in Nürnberg und am 6. Februar in München. Das sind die Städte. Mhm. Es gibt 2 Kinosäle, die werden mit unterschiedlichen Filmen bespielt, eben von morgens bis abends. Wir haben tolle Aktionen im Foyer. Und neben dem Film, der die Antwort auf unsere Gewinnspielfrage ist, zeigen wir euch unter anderem noch das Love Life School Idol Movie. Wir haben Persona 3, Hashtag 2, Midsummer Night's Dream am Start. Wir haben, jetzt muss ich aufpassen, dass ich nichts spoilere, was wir nicht angekündigt sagen haben. Das ist so kompliziert, immer davon mitdenken. Also wir haben das Anime Mirai Projekt da. Wir haben in der OVA Special Schiene eine Nurarara OVA und Typhoon und Ruda, ein ganz, ganz tolles Ding von einem Zeichner, der früher für Ghibli gearbeitet hat und jetzt sein Regiedebüt feiert. Sieht super aus. Wir haben auch 2 Live-Action-Sachen schon dabei. Wir haben Kiri, Profession Assassin in der Late-Night-Schiene. Ein wunderbar fantastischer 18er-Titel mit wenig Handlung und viel Blut und Brüsten. Das ist vielleicht was ich für eine Höschen-Fraktion. Jetzt haben wir den Titel. Ja, doch. Also man sieht halt keine Höschen. Man sieht eher elegant, wie sie in Zeitlupe sich dreht und dehnt und dabei ihre Brüste ästhetisch ansprechend in die Kamera hält. Unterbrochen wird das Ganze von wilden Gewaltexzessen. Das basiert auf einem sehr erfolgreichen Manga übrigens. Also wir leben da nicht einfach unsere Perversionen aus, sondern alles, was im Festival läuft, hat einen direkten Bezug zu Anime und Manga. Und auch unsere Live-Action-Sachen, für die gilt das natürlich. Der 2. Live-Action-Titel, den wir drin haben, geht in eine ganz, ganz andere Richtung. Der geht nämlich eher in die Kawaii-Culture-Richtung. Das ist Cookie Goes Cookie. Sehr, sehr bunt, sehr, sehr niedlich. Eine Mischung aus Animationsfilm und Live-Action-Film. Total süß. Und dann haben wir natürlich bei Total Süß, da geht es auch ein bisschen traurig zu, natürlich das Anohana Live-Action-Movie.
Anohana war ja der Gewinner des Film des Festivals Gewinnspiels letztes Jahr oder dieses Jahr. Und deswegen haben wir gedacht, da packen wir euch noch diesen wunderschönen Live-Action-Film rein, der im Sommer in Japan zu sehen war und echt süß geworden ist. Und es ist auch total witzig zu sehen, wie die Charaktere, also diese Anime-Charaktere da mit Schauspielern besetzt worden sind. Sehr, sehr cool eigentlich. Und haben wir jetzt irgendwas vergessen? Ich glaube nicht. Ich glaube, jetzt habe ich alles gesagt, was wir ankündigen dürften bisher. Ich glaube schon. Einen dürfen wir nicht sagen. Den findet ihr aber auf dem Poster hinter euch, wenn ihr es hinterkommt. Zufälligerweise. Ach ja, stimmt. Also dieser Film, ja, der die Antwort unseres Gewinnspiels ist. Das ist natürlich mit einer unserer Hauptfilme. Den seht ihr in der Europapremiere, nämlich bei uns. Und hat eine, jetzt muss ich mal aufpassen, dass ich nicht falsch sage, 1 Milliarde Yen in Japan eingespielt. Das ist einer der erfolgreichsten Filme des Jahres. Und ganz, 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 ganz toll von den Machern von Anohana, auch mit ein bisschen Taschentüchern, die man mitnehmen sollte, auf jeden Fall angucken. Und jetzt, wo ich gerade Europapremiere gesagt habe, fällt mir ein, natürlich Europapremiere auch von Cardfight Vanguard Movie. Neon Messiah, das haben wir noch vergessen. Stimmt, Cardfight. Auch den gibt es in der Europapremiere bei uns zu sehen. Und ja, das, was wir euch jetzt dann gleich präsentieren, das ist auch eine Europapremiere. Wir sind dann sogar, glaube ich, also tendenziell sind wir sogar, also die Weltpremiere nach Japan mit dem, was wir euch jetzt gleich zeigen. Das läuft nämlich ganz kurz vorher erst in den Kinos an. Aber bevor wir dazu übergehen, noch der Hinweis, also Tagespässe, wie gesagt, gibt es jetzt gerade für 40 Euro noch zu kaufen über unseren Peppermint TV Shop. Aber ihr könnt auch, wenn ihr sagt, oh nee, ich will nicht den ganzen Tag gehen, ich will vielleicht nur ein, zwei Filme sehen, dann könnt ihr auch im Dezember, ab dem 9. Dezember nämlich genau, könnt ihr an den Kinos auch Einzelkarten für die Vorstellungen kaufen. Und es kommt häufig die Frage, ob es denn da überhaupt noch Karten gibt. Und ich kann euch sagen, ja, das gibt es. Also wir haben unseren Vorverkauf so gestaffelt, dass es ein gewisses Kontingent eben an Tagespässen gibt für die Städte. Und es gibt aber auch ein festes Kontingent an Einzelkarten, sodass jemand, der eben keinen Tagespass kaufen kann oder mag, auf jeden Fall die Chance hat, sich am 9.12. oder dann in der Folge auch noch Tickets so zu holen. Und ja, das lohnt sich auf jeden Fall. Aus diversen Gründen. Absolut. Wir haben ja nicht nur den Film, den wir jetzt ankündigen, wir haben ja noch so zwei, drei andere, die nächsten Wochen angekündigt werden. Und da kann ich jetzt auch schon mal hinweisen, dass ihr bei unserem guten Partner Anime2U, die uns da nämlich supporten beim Festival, da könnt ihr nächste Woche am Mittwoch nämlich exklusiv sozusagen neue Filme erfahren. Wie das genau abläuft, da werdet ihr auf der Seite bei Anime2U dann informiert werden, zeitnah. Und wir werden euch auch nochmal darauf hinweisen. Also nächsten Mittwoch gibt es dann den nächsten Schwung Filme. Mal gucken, ob es schon ein Schwung ist oder ob es nur einer ist. Hängt ja ein bisschen bei den Japanern. Wir warten dann noch ganz dringend auf Freigaben für das ein oder andere Filmchen. Ja. Nicht vergessen sollten wir auch unseren Partner Bushiroad. Das sind ja unsere zwei Main-Partner fürs Festival. Bushiroad wird euch einen tollen Beileger in die Festivaltasche sponsern und wird auch vor Ort in gewisser Weise präsent sein. Wie das genau aussieht, das verraten wir euch auch im Dezember. Vielleicht für die, die noch nicht auf dem Festival waren, was dürfen die sich denn unter der Festivaltasche vorstellen? Ach stimmt, vielen Dank, Benni, für diese Vorlage, die ich aufgreifen kann. Die Festivaltasche ist eine Tasche, da steht Festival drauf. nein, ihr müsst euch so ein bisschen vorstellen wie so eine Con-Tasche Light. Also wir sind ja jetzt nicht so groß wie eine Convention, aber es ist eine Tasche, die haben wir auch schon im Design und die werden wir euch auch im Dezember zeigen, wie die ausschaut. Die geht gerade in die Freigabe und da werden ein paar Goodies drin sein von uns, von unseren Partnern, wird das Festivalprogramm drinstecken und so. Die könnt ihr dann schön tragen beim Festival, könnt ihr auch euer Zeug reinstopfen, was ihr da so im Kino vielleicht kauft oder abgreift. Oder tragt es hinterher, weil ihr es modisch schick findet. Wer weiß. Genau. Es wurde sogar eine Festivaltasche vom letzten Festival in Paris auf der Japan-Expo gesichtet. Unser Chef war sehr, sehr begeistert, dass er dort jemanden getroffen hatte, der diese Tasche trug. Und zusätzlich wird es auf dem Festival auch wieder die Möglichkeit geben, Mangas auszuleihen, falls ihr zwischen den Filmen oder vorneweg oder hinterher noch ein bisschen rumhängen wollt und was lesen wollt. Wir haben einen Cosplay-Wettbewerb wieder am Start. Also wenn ihr im Cosplay ins Kino kommt, könnt ihr euch fotografieren lassen und was gewinnen. Wir haben, was haben wir noch? Film des Festivals Gewinnspiel. Ihr könnt euren Lieblingsfilm des Festivals wählen, falls ihr eben keine Cosplayer seid und auch dort was gewinnen.
und werden vielleicht noch so zwei, drei andere Specials machen. Da arbeiten wir aber gerade dran. Mhm. So, jetzt haben wir genug gelabert, weil ich glaube, alle sind heiß drauf, was es denn jetzt gibt. Benny freut sich drauf. Ich freue mich drauf. Viele vermuten es schon, um was es gehen wird. Wir haben auf jeden Fall einen super tollen Film uns gesichert, ganz, ganz exklusiv. Es wird das erste Screening außerhalb Japans sein, bei uns im Festival. Und wir sind uns sicher, dass wir damit jetzt ganz viele glücklich machen. Und ja, ich würde sagen, wir schauen jetzt einfach mal rein. Zufällig.俺はフリーしか泳がない。行くよ早い。フライングだぞ。部活なんかただの遊びだろ。なんだとてめえ。なんだあの泳ぎは。お前なめてんのか。個人とリレーは違う。その意味はよく考えろ。あの時と今は違う。もう泳ぐ気はない。リン、どうしてるかな。 勝手なんだよみんな。はるか、信念を貫き通せ。絶対速くなる。誰よりも速くなる。君は一人じゃないよ。だってチームだから。 この間みたいな無様な試合なんて見せるんじゃねえぞ。誰が負けるか。映画ハイスピードフリースターティングデイズ。 Herzlich willkommen zurück zu unserem Peppermint Anime Hangout im November 2015 nach diesem unfassbar guten Trailer. Leider ist der Basti noch in seinem Büro, weil er die Gewinnermail ausdrucken muss. Deswegen rolle ich mal elegant ins Bild. Hallo. Und versuche ein bisschen. Ah, er kommt zurück. Das heißt, ich kann aus dem Bild wieder rausrollen. Ja, es kommt davon, wenn der Drucker streikt, wenn man die Gewinne ausdrucken will. Ja, ich habe hier Gewinner. Hurra. Aber viel wichtiger: wir machen eine große Free Party. Eine große Free Party. Benny, dein Fenster ist weg. Peppermint Anime Festival. Wir freuen euch, ankündigen zu dürfen, dass wir vom Producer die Erlaubnis bekommen haben. Moment, ich muss gucken. Ich kann es mir nicht merken. Was? High Speed Free Starting Days. Genau so rum. Das Movie, was die Vorgeschichte zur Serie erzählt. Also auch ein perfekter Einstieg für alle, die die Free noch nicht gesehen haben. Im Festival als Premiere außerhalb Japans euch zu präsentieren, der Originalfassung mit Untertiteln und natürlich dann auch im Herbst 2016 auf DVD und Blu-ray. Bei der Gelegenheit weisen wir auch nochmal auf unsere Webseite countdown2free. Also countdown-to-free.de hin, die wir jetzt auch ab heute aktiv immer mit Infos rund um Free füllen werden, denn dass wir Free das Movie jetzt im Festival zeigen, ist nur der Anfang vom Free-Jahr, würde ich mal sagen. Wir machen das Free-Jahr 2016 mit ganz vielen tollen Aktionen und Events und Specials rund um Free. Freut euch auf tolles Merchandising, tolle DVD-Blu-Ray-Releases und noch weitere Events zum Thema Free. Tolle Specials im Laufe des Jahres, auch auf diversen Conventions. Wird spitze, oder Benny? Wird mega. Und vor allen Dingen auch wichtig, gerade im Trailer, ihr habt es gehört, Old Codex im Prinzip jetzt mit dem dritten Free-Song. Also wir finden Old Codex immer besser. Ja, langsam zeichnet sich da so ein gewisser Trend ab irgendwie. Old Codex ist einfach ober-awesome. Es war echt gut. Das naja, das also Konzert muss ich ganz ehrlich sagen, gut. Wenn ihr irgendwann mal die Möglichkeit habt, ein Konzert von Old Codex zu besuchen, geht hin. Also sogar ich als Fanat der elektronischen Musik muss sagen, es war mega, mega, mega. Das war gute gut. Rock-Punk-Metal-Mix. Ja, Mucke. Also, eher sehr viel Metal eigentlich sogar drin, ja. Aber auf eine spaßige Art und Weise. Also es ging wirklich gut ab. Also kann ich nur jedem empfehlen. Wird spitze. Mhm. Auch für harte Kerle, die sonst nicht so auf Free stehen. Ja.
Also man muss schon dazu sagen, für Anime-Openings sind die Free-Openings ja eben von Old Codex ja eigentlich schon relativ hart, wenn man so im Vergleich ja, wobei nimmt. Jetzt die Kuroko-Songs ja auch recht rockig sind und die Jungs haben ja auch für God Eater das Opening gemacht. Also es gibt schon immer mal wieder so Rock-Openings. Ja, aber es ist so, von der Masse her gesehen, es ist relativ hart. Ja. Und die Openings waren eigentlich schon relativ die ruhigeren Sachen in dem Konzert. Zumindest so die eine Hälfte waren die Openings, die waren ja. Dann eher ruhiger. Und die anderen Sachen, die haben richtig gefetzt. Auf eine positive Art und Weise, muss man dazu sagen. Ja. Also sind jetzt, nicht die Menschen vor der Bühne zerfetzt, sondern die Musik hat gefetzt. Es war jetzt nicht Krach. Ja. Nein, es war sehr angenehm. Ja. Sehr rockig, sehr cool. Ja, und ich kann jetzt auch alle beruhigen, die in Panik geraten. Wir haben auch noch was für die Jungs im Festival in der Pipeline. Wir hoffen, dass wir da zeitnah jetzt endlich die Zusage bekommen, um euch auch das zu verraten. Keine Sorge, also wir haben, wir arbeiten da noch an ein, zwei Sachen, die auch relativ zeitnah, sag ich mal, in Japan erst erscheinen, also wo wir auch sehr, sehr nah an der japanischen VÖ sind fürs Festival, aber das ist auch alles noch so, mal gucken, da sind die ja nicht so, wie soll man sagen, wir sind nicht so entspannt, die Japaner, wenn man sagt, wir brauchen das Material mal 6 Wochen, bevor ihr das ins Kino bringt, geh mal her hier, wir müssen das ja auch irgendwie vorbereiten. Dementsprechend wartet einfach mal ab, wie angedroht, wir haben die kommenden Wochen immer mittwochs noch weitere Titel, die wir ankündigen, bis unser Festival-Lineup wirklich voll ist. Und seid gespannt, folgt uns in den Social Medias, schaut in unserem YouTube-Channel vorbei oder auf der Homepage oder bei Anime2U oder ich weiß es nicht. Bei uns am Stand. Bei uns am Stand. Genau, wir sind noch auf so vielen Conventions in diesem Jahr. Aber das war die Frage. Ja, wir werden auch auf dem Festival einen Stand haben. Ja, wir werden natürlich vor Ort sein. Basti wird wieder seine Gesundheit aufs Spiel setzen, um euch 4 Wochen lang zu bespaßen. Vor Ort, aber nein, diesmal werde ich mir, glaube ich, auch unter der Woche mal frei nehmen, um ein bisschen relaxen, damit es nicht ganz so ausartet wie im letzten Jahr. Wir freuen uns auf jeden Fall auf euch beim Festival, wir freuen uns auf Free und die anderen tollen Filme und auf Anthem of the Heart natürlich. Das war ja die Antwort für unsere Gewinnspielfrage. Und wir haben jetzt im Prinzip 3 Gewinner. Und zwar haben wir Gewinner für die Sword Art Online DVD komplett. Geschichte hier auf DVD. Das ist die gute Sabrina, die hat leider keine Adresse dazu geschrieben. Sabrina, ich schreibe dir gleich eine E-Mail. Dein Nachname geht mit S los, Sabrina S, und es ist nicht Sabrina Setlur. den kennst du sowieso, die kennst du sowieso keiner mehr. Ich wollte gerade sagen. Dann haben wir als Gewinner für das J-Stars Victory vs. Plus, sponsored by Namco Bandai, nein, Bandai Namco, ich sag's immer falsch rum, den guten Jeremy M. aus Balduinstein. Das ist ja mal eine geile Stadt. Nochmal. Balduinstein. Balduinstein. Der Wo Jeremy M. aus Balduinstein. Das ist von der Postleitzahl her, weiß ich nicht, irgendwo zwischen Frankfurt und Saarbrücken, würde ich sagen. Irgendwo da die Ecke. Keine Ahnung. Müssen wir mal bei Google Maps gucken. Und dann haben wir noch fürs Festival. Ein Tagespass für den Oliver U. aus Dorsten. Du darfst dir eine Stadt aussuchen. Wahrscheinlich wird es irgendwo zwischen Hamburg und Köln liegen. Wir melden uns bei dir. Oh nein, das war verkehrt rum. Tut mir leid. Lieber Oliver, du hast keinen Tagespass gewonnen. Das kommt davon, wenn man seine E-Mails durcheinander schmeißt. Der gute Oliver, mal sagen wir mal, was der Oliver gewonnen hat. Der Oliver wollte nämlich das Höschen haben. GZ. Er kann dann mit dem Höschen, kann der gute Oliver ins Kino nach Hamburg oder Köln kommen. Viel Spaß damit. Lieber Oliver, viel Spaß. Unsere gute Verena freut sich schon tierisch drauf, dir das morgen in die Post zu geben. Dann ist das Ding endlich hier raus aus dem Büro. Und jetzt sorry für die Verwirrung. Ich habe einfach meine Zettel durcheinander geschmissen. Wir haben eine Gewinnerin für das für den Tagespass fürs Peppermint Anime Festival. Und das ist die Denise aus Kassel. Du hast ja jetzt echt, du hast ja die freie Auswahl. Also du kannst ja im Prinzip 2 Stunden nach Hamburg, 2 Stunden nach Köln oder 2 Stunden nach Frankfurt fahren. Oder 4 Stunden nach Berlin.
Du wohnst oder genau in der Mitte von Deutschland. 8 Stunden nach München. Oder 8 Stunden. Nee, 8 Stunden nach Wien. Nee. München sind. Also 6 Stunden. 6 Stunden. 6 Stunden. 6 Stunden nach München. Herzlichen Glückwunsch auf jeden Fall an alle, die ihr gewonnen habt. Und natürlich gibt es auch im Dezember wieder was zu gewinnen. Also schaltet wieder ein. Wir werden auch da uns wieder lustige Sachen überlegen. Höschen gibt es dann leider nicht mehr. vielleicht lassen wir uns welche aus Japan schicken. Ich wollte gerade sagen. Vielleicht machen wir einen Höschen-Import auf. Nein, wir versuchen einfach mal so einen Automaten auf die Convention zu holen. Ich weiß nicht, da fliegen wir raus. Nein, weil den stellen wir dann irgendwo in so eine dunkle Ecke, wo die Leute sich sicher fühlen und stellen dann eine Webcam auf. 24 Stunden Livestream. Oh, ich sehe die Leute dann schon maskiert und im Cosplay. Ja, mit so Störsendern vorbeikommen, um da was zu kaufen. So, jetzt muss der Basti mal kurz was trinken. So. Und damit beschließen wir den informativen Teil dieses Abends. Wir gehen jetzt über zum Frage- und Antwort-Part. Schreibt einfach in den Chat, was euch interessiert. Benni und ich werden die nächste halbe Stunde versuchen, eure Fragen zu beantworten. In der Zwischenzeit weise ich schon mal darauf hin, unser nächstes Hangout ist am 9. Dezember. Ja, am 9. Dezember. Und ja, da werden wir euch verraten, was wir im Januar sonst noch so im Simulcast bei uns haben. Machen nochmal ein bisschen Festival-Action und haben dann, wie gesagt, zu Anohana, Assassination Classroom und vielleicht auch Free schon Synchro-Ausschnitte hier am Start. Und eventuell, vielleicht, wenn alles glatt läuft, haben wir sogar einen Gast in der Sendung. Mal gucken, ob derjenige Bock hat. Das werden wir zeitnah herausfinden, hoffe ich. Und wenn nicht, dann fesseln wir ihn einfach hier, damit er mit uns zusammen Spaß hat. Das klingt jetzt seltsam. Ich wollte gerade sagen. Es ist ein bisschen Virage in Big Bang Theory. Ich sollte erst nachdenken, bevor ich etwas sage. Genau, und vorab gibt es aber noch am 25. November, da werden wir auch nochmal ein Kurz-Hangout-Special zum Festival machen, denn am 25.11. geht im Prinzip unser Programm komplett fix und fertig so raus. Und dann stellen wir euch nochmal in einem Kurzabriss alle Filme vor und alles, was beim Festival so geht, damit alle, die sich noch nicht entschieden haben bis dahin, überlegen können, ob sie noch kommen oder ob sie nicht kommen. Und ich würde sagen, jetzt schauen wir mal, was es so für Fragen gibt. Stille. Anohana, gibt es neue Infos? Ja. Wir haben vorhin die Sprecher bekannt gegeben. musst du mal zurückspulen. So. Jetzt ist der Benni weg. Nee, ich muss ja jetzt nichts mehr machen. Deswegen ach so, Benni geht jetzt. Benni möchte sich jetzt hier hinsetzen. Benni setzt sich zu mir. Wuhu! Kann Basti einen Purzelbaum? Fragt One Piece und was? One Piece und Sword Art Gucker. Ach, One Piece und Sword Art Gucker. das war ein Rätsel. Kann Basti einen Purzelbaum? Also in der Grundschule konnte ich das. Ob ich es heute noch kann, wollen wir, glaube ich, nicht herausfinden. Wir haben heute noch was vor. Benni, kannst du einen Purzelbaum? Bitte? Kannst du einen Purzelbaum? Eventuell. Das Problem ist, wir wollen es jetzt aber nicht ausprobieren, denn wir haben heute noch was vor am Abend und das sollte nicht im Krankenhaus enden. Also, ja. Beziehungsweise bevor wir auf das Konzert gehen möchten, wollen wir nicht ins Krankenhaus vorbeifahren. Genau. So, hier, Rasorxi fragt, um wie viel Uhr fängt das Festival jeweils an, beziehungsweise endet der letzte Film? Das können wir euch auch erst sagen, wenn alles im Prinzip durchgeplant ist. Also aktuell gehen wir mal ungefähr davon aus, dass wir circa 9.30 Uhr mit dem ersten Film anfangen und circa um 1 Uhr der allerletzte Film zu Ende ist, wobei der Kiri Profession Assassin relativ kurz ist, also falls ihr den in der Spätvorstellung schauen würdet, dann seid ihr eher früher fertig. Aber die genauen Zeiten können wir euch erst sagen, wenn wir, wie gesagt, alle Filme gebucht haben. Mhm. So. Was haben wir dann noch so? Ich weiß nicht, ich springe da so einfach durch, ich kann eh nicht alles. Steins Gate, The Stick of Truth, was? In welcher Währung bezahlt ihr Lizenzen in Japan? Euro, Dollar oder Yen? Alles weißt auf du das, einmal. Benni? Weißt du das? Hast wir machen gelernt? Eine bunte Mischung aus allem. Wenn die Monopoly Geld und zahlen mit Monopoly Geld. Das ist tatsächlich vertragsabhängig. Ja. Also in Yen zahlt man eher nicht.
In der Regel zahlt man in Dollar oder in Euro. Aber das ist, wie gesagt, das hängt davon ab, mit wem man so verhandelt und was man da so macht. Mhm. Ja, ist das eine kurdische Flagge? Wo haben wir denn eine kurdische Flagge? Da hinten. Hier steht. Vor, vielleicht davor, sieht er durch die Wand davor. Durch irgendwo hin. Nein, also wir haben. Das ist ein Sword Art Online. Das ist ein Sword Art Online, Motiv. Genau. Das ist keine das kurdische ist eine Flagge. Eine abgeschnittene Sinon. Das ist ein Anthem of the Heart Festival Poster. Und das ist unsere Loot-Tasche das aus Tokio. Loot-Tasche. Und mehr sehe ich nicht in unserem Bild. Außer unsere Lootboxen. Ja, das ist ein Zettel. Mal gucken. McCharlie 2000 fragt Assassination Classroom Live Action für das Festival. Echt? Gibt es so einen Film? Habe ich noch nie gehört. Assassination Classroom Live Action fürs Festival. Echt? Habe ich noch nie gehört. Dass nee. Ist ja nicht so, dass wir den Flieger gesehen haben. Also in Flugzeugen laufen solche Filme ja sowieso nicht. Genau. Naja, also die Festivalfilme, die wir euch verraten können, haben wir euch verraten, ob Assassination Classroom noch auf der Einkaufsliste steht. Werden die nächsten Wochen zeigen. Einfach dranbleiben und verfolgen, was wir hier so tun. Daniel möchte wissen, ob wir am Freitag um 12 Uhr was vorhaben. Benny? Creepy. Das kommt drauf an, welcher Freitag. Stimmt. Tendenziell sind wir um 12 immer noch im Büro und um 13 Uhr dann im Mittag. Freitags. Ja, aber nur an guten Freitagen. Ja. Ansonsten, ja, wir sind freitags auch mal auf Conventions. Das stimmt, das stimmt. Und wir haben auch tendenziell Jobs, wo man am Freitag nicht um 12 nach Hause geht. Leider, ja. Verdammt. Ja, traurig. Ja, gruseligerweise weiß ich nicht. Tendenziell... Ja, wir müssen arbeiten. Um 12 Uhr. Ich glaube, damit haben wir die Frage genau, ausreichend beantwortet. Grimm fragt, wie handelt ihr die Texte im Bild? Chat, Smartphones bei Durarara. Wird das Bildmaterial bearbeitet oder bloß untertitelt? Benni, du als Technikexperte. Ich als Technikexperte. Also idealerweise hat man natürlich immer, dass man das einbaut ins Bild. Die Schwierigkeit ist nur, wir haben das schon mal so ein bisschen mit mehreren Studios durchgesprochen, die sowas machen können. Und die Riesenschwierigkeit ist, dass so viel Text da eingeblendet wird und das teilweise auch so schnell durchläuft, dass das eine wahnsinnige Friemelarbeit ist, wirklich, wirklich Frame für Frame, immer millimeterweise versetzen und so weiter. Und bis jetzt haben wir kein Studio gefunden, was freiwillig das machen wollte. Und das eine Studio, was sich bereit erklärt hätte, das eventuell zu machen, war so unfassbar teuer. Das geht einfach nicht. Das liegt doch nicht mal am Studio. Das ist einfach ein Aufwand, den kann man betreiben, wenn man Transformers released oder ja. Batman. Aber im Anime-Bereich, also das kann man machen in ein, zwei Szenen, wenn es essentiell notwendig ist. Exakt. Haben wir ja auch bei Sword Art Online 2 gemacht, bei einem bestimmten Thema. Ja. Aber mit der Erfahrung auch daraus wissen wir, okay, das ist relativ teuer und dementsprechend geht das so nicht, sondern wir arbeiten da mit Untertiteln und die Untertiteln geben die Informationen wieder, die notwendig sind, damit man weiß, die können leider auch nicht eins zu eins wiedergeben, was da steht, aber so ist das halt leider bei Untertiteln. Man muss ja auch dazu sagen, dass in Durarara die meisten Textmessages, die eingeblendet werden, tatsächlich ja virtuell von den Charakteren gesprochen werden, auch im japanischen Original. Genau. Sprich, aufgrund der Einfachheit müssen wir dann ja nicht alles untertiteln, wenn das dann eh vorgelesen wird. Macht relativ wenig Sinn. Und man muss auch dazu sagen, nur mal als Vergleichswert, dann würde sich der Durarara 1 Release auch wahrscheinlich ins übernächste Jahr verschieben. Denn nur dieses kleine Retuschieren von Sterben in Sword Art Online. Nicht verraten, Mann. Benny, spoilern. Oh. Was? Verstehe ich nicht. Death Gun. Jedenfalls, so, Spur nochmal zurück. Diese Retusche hat, ich weiß nicht, wie lange haben die dafür gebraucht? Eine Woche. Ja, anderthalb Wochen. Eineinhalb, zwei Wochen. Nur für diese paar kurzen Szenen, und das waren wirklich ja nur teilweise nur nicht mal eine komplette Sekunde, wo das im Bild eingeblendet war. Und das hat sehr, 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 sehr lange gedauert. Und bei der Masse, die man in Durarara drin hat, ja, da sind die dann mal gefühlt wahrscheinlich ein Jahr, eineinhalb Jahre beschäftigt, nur um das alles zu retuschieren. Und ja, das wäre jetzt auch nicht im Interesse, dass man da den Release jetzt einfach mal so lange nach hinten verschiebt. So ist es. Absolut.
Machen wir weiter. Murksa fragt, ob wir wieder T-Shirts verkaufen werden auf den Conventions. In der Tat haben wir aktuell eine Lieferung Sword Art Online T-Shirts im Schiff. Ja, im Schiff, genau. Möglicherweise. Wir haben einen halben Container. Wenn er durch Merchandising. Den kommt. Ja, einen halben Container Merchandising aus Japan bestellt. Für das erste Halbjahr mal gucken, ob der jemals ankommt und was in dem Container dann noch drin ist. Aber ja, wir planen auch wieder T-Shirts zu verkaufen. Was, wo, wie, in welcher Form, lasst euch überraschen. Das sagen wir erst, wenn sie hier sind. Wir wissen, ob sie wirklich gekommen sind. Oder nicht mit Handgranaten ersetzt wurden. Ja. Sprengstoff. So, was haben wir hier? Lisa Yuki fragt zum Sword Art Online Film. ja, der wurde ja in der Tat angekündigt. Und wir, das ist so eines der wenigen Themen, wo wir mal sagen können, also tendenziell, wenn was von Sword Art Online erscheint, dann wird das relativ wahrscheinlich auch bei uns erscheinen. Man ist da ja auch so, dass man sagt, man bricht da nicht unbedingt mit dem Publisher, mit dem man dann schon arbeitet. In Steinmeißeln können wir das erst, wenn es dann auch wirklich soweit ist. Bisher wurde ja nur angekündigt, dass der Film gemacht wird. Wann der genau kommt, wird sich ja eh noch erst zeigen. Also was wir euch sagen können, nachdem ja viele davon ausgehen, dass das Ding schon Anfang nächstes Jahr kommt. Nein, das kommt nicht Anfang nächsten Jahres. Also wir wissen auch noch nicht ganz genau wann, aber wir können euch sagen, das wird noch ein bisschen dauern. Das wird nicht in den nächsten 3 bis 4 Monaten rauskommen. So, dann fragt It's Just Fun, gibt es zu Assassination Classroom einen Sammelschuber? Das wissen wir noch nicht. Das würfeln wir noch aus mit einem W20. Mhm. Mal gucken. Vielleicht wissen wir da morgen mehr. keine Ahnung. Also Assassination Classroom ist noch nicht so ganz durch, wie wir das machen. Das wird sich die nächsten 2 Wochen entscheiden. Und die viel wichtigere Frage, nein, wir haben sie noch nicht geköpft. Die Kamera ist einfach zu Ende. Also das geht noch bis zur Decke da oben weiter. Keine Sorge, Sinon geht's gut. Noch. So, was haben wir hier? Dann war hier Railgun fragt, wo wurde Anohana vertont? Anohana wurde bei Oxygen Sound Studios in Berlin vertont. Wurde. Wird. Wird. wurde, wird. Ja, also aktuell, die Nebenrollen wurden vertont, die Hauptrollen werden vertont, so rum. Mhm. Und ja, Free Benny. Free. Free, ach so, Free vertont wird. Free jetzt, wird auch jetzt, da vertont. Jetzt merke ich die Brücke. Ja. Zufälligerweise auch in Berlin. Genau. Aber da können wir noch nicht mehr zu sagen. Leider nicht. Aber auch in Berlin. Auch in Berlin. Und ja. Was haben wir hier? It's Just Fun fragt, wenn Simulcasts nicht so gut laufen würden, würdet ihr trotzdem über ein BD-DVD-Release nachdenken können? Ja, also prinzipiell sind wir da ja sehr, sehr offen. Also Simulcast ist ein Baustein, ja, wie ihr ja sicherlich gesehen habt, wir releasen jetzt mittlerweile auch den einen oder anderen Titel, der nicht bei uns im Simulcast war, weil das ist halt ja ein Baustein. Also es gibt Sachen, die funktionieren im Simulcast überhaupt nicht und könnten trotzdem DVD Blu-ray relevant sein. Und andersrum gibt es auch Sachen, die im Simulcast jetzt vielleicht nicht ultra schlecht laufen, aber wo man schon hinten raus merkt, da ebbt das Interesse ja sehr, sehr schnell an der Serie ab. Da ist es relativ riskant, so ein DVD-Blu-ray-Release zu machen. Also es ist ein Baustein von vielen in der Entscheidungsfindungsphase. Mhm. So. Niklas Duck fragt, habt ihr vor, in Zukunft Animes in 2 Volumes zu unterteilen, wie Demon King Black Bullet statt in 4? Also tendenziell wird es so sein, dass wir unsere Volumes immer zwischen 5 und 7 Episoden haben werden. Aus das ist Gründen. Der Plan, den wir hier fahren. Das hat nicht nur technische Gründe, das hat ja auch ein bisschen Fairness-Gründe. Ja. Also wir finden einfach, dass so, ja, 5 ist schon so die Untergrenze, die man eigentlich fahren sollte. Das kann sich irgendwann ändern, wenn der Markt sich vielleicht mal so, oder wenn der so schlecht wird, dass wir das machen müssen, dann nagelt mich bitte nicht an die Wand, aber aktuell ist das eher so eine Philosophiefrage bei uns, dass wir sagen, nee, also wenn ich mir jetzt eine DVD Blu-ray kaufe, dann würde ich mir wünschen, dass da mehr als 2, 3 oder 4 Folgen drauf sind, damit ich da auch ein bisschen was zu gucken habe. Und dementsprechend werden wir eben so 12er Serien immer auf 2 Volumes aufteilen und 24er Serien auf 4 Volumes. So. Hat Benny ein SAO-T-Shirt an? Nein. Nein. Benny hat ein Piep Snowboard-Marke-T-Shirt an. Bekannte Snowboard-Marke aus den USA. Wird genau. Zum Beispiel von Sean White getragen. Zum Beispiel. Habe ich gelernt. Zum Beispiel. Ja. Basti hat ein Anohana-T-Shirt an. Genau. Gekauft in
Akiba. Wir haben den T-Shirt-Laden leider gestern nicht gefunden in unserem Stream. Sehr schade. Verdammt. Aber wir haben... So. Hier, warte mal. Anonatsu sagt hier, wir überfliegen die wichtigsten Fragen. Anonatsu möchte nämlich wissen, ob man mit uns zusammen nach Japan fliegen kann. Ja, ich wollte zwar mal Lehrer werden, aber ich habe beschlossen, Pädagogik liegt mir nicht so wirklich. Deswegen weiß ich nicht, ob wir eine gute Reisebegleitung wären. Aber wir treffen ja, wir haben letztes Jahr auf der Anime Japan, haben wir ja, oh Gott, jetzt leider shame on me, ich habe vergessen, wie er hieß. Ich war nicht. Bitte, bitte schlag mich nicht, ich lerne so viele Leute im Jahr kennen. Wir haben tatsächlich ja einen Fan getroffen in Tokio, auf der Anime Japan, im Tokyo Big Sight. Und wenn ihr da seid, können wir schon mal Hallo sagen, aber ich glaube jetzt so richtig zusammenfliegen, das wollt ihr auch nicht, weil das sieht in den Videos vielleicht immer ganz witzig aus, aber ich glaube, das ist sehr, sehr anstrengend mit uns zu fliegen. Also, ja. Nee, treffen ja, fliegen nein. Macht keinen Spaß. Frag den Benni, der war mit mir drüben, fix und fertig jetzt noch. Nee, nee. Also man muss ja ganz ehrlich sagen, derjenige, der neben dem Basti gesessen ist, der war eigentlich viel anstrengender, weil er so krass geschnarcht hat im Flug. Das war nicht mehr feierlich. Tja. Also ich habe eigentlich die ganze Zeit gerechnet, dass irgendwann so ein Sky Marshall aufspringt und den irgendwie aus dem Fenster wirft oder so. Wahnsinn. Terroristische Bedrohung durch Schnarchen. Ja. So, Archangel fragt, wenn ihr Animes lizenziert, werden die Extras nach dem Vertrag oder im Vertrag geklärt? Es ist immer relativ schwierig, weil in der Regel, also wenn wir wissen, dass es was gibt, was wir haben wollen, dann versuchen wir das schon in den Vertrag mit reinzunehmen. Manchmal ist es aber so, dass sie sagen, ja, nee, ihr kriegt einfach hier dieses extra Set und was in diesem Set drin ist, ist ein bisschen ein Überraschungsei, weil nämlich auch nicht jedes Land das Gleiche bekommt. Das ist immer wieder ärgerlich, wenn es dann auch von Fans natürlich heißt, ja, guck mal, die Amis haben aber das und die haben das und wir kriegen es halt einfach nicht. Deswegen, es ist Surprise, Surprise. Ja. Ein bisschen wie Weihnachten. Oder Ostern. Oder Geburtstag. Und alles ja, zusammen. Eben. Wann kommt die neue Webseite, fragt Jarek. Ja, das fragen wir uns auch. Wir können euch andeuten, denn ich habe vorhin auch schon gesehen, dass die Frage nach Peppermint TV Update kam. Wir können euch andeuten, dass sich da definitiv was tut. Ich glaube, wir haben es letztes Mal auch schon gesagt, es gibt einen Launch-Termin. Dieser Launch-Termin intern steht er auch noch. Wir sind leider noch nicht an dem Punkt, dass wir damit rausgehen können zum Kommunizieren, was da wie wo abgeht. Aber lass es mich so formulieren, es ist näher als 2 Jahre ab dem heutigen Tage, wo wir das relaunchen werden, das Baby. Und lasst euch da einfach mal überraschen. Ich bin mir relativ sicher, dass wir da auch in den nächsten 2 bis 3 Monaten schon drüber reden werden. Einfach mal noch ein klein bisschen Geduld. Ich weiß, das sage ich schon sehr, sehr lange, aber jetzt sieht es so aus, dass da tatsächlich endlich mal was vorangeht. Mhm. Was haben wir denn noch? Detective Conan. so, Detective Conan ist doch schon lizenziert nach Deutschland. Detective Conan, die Movies erscheinen doch alle bei AV Vision, oder? Wenn ich mich da nicht täusche. Sind wir da nicht schon bei Movie 18 oder 19? Also, ja. Also es ist letztens erst wieder, ist doch irgendwas Neues rausgekommen, eher auf dem Schiff. Das weiß ich noch. Genau, stimmt. Aber ich habe mehr nicht, keine Ahnung. Drama auf dem Schiff mit Drama Conan. Auf dem Schiff. Unser Freund To Love Are You Darkness fragt, wie es mit Shigatsuma Kimi no Ueso ausschaut. Ist ja noch ein bisschen hin, also kommt ja auch erst später in 2016 raus. Da haben wir aktuell noch überhaupt gar keine Infos dazu. Da kommt vorher noch ganz viel anderes Zeug. Also abwarten und Tee trinken. Hier, was wollen Sie wissen? Serie KSM. Ja, KSM verhandelt um relativ viel, wenn man so liest, was die so schreiben. Sollen sie mal machen. Wir fahren weiterhin die Schiene aus strategischen Gründen. Genau. Benni? Aus strategischen Gründen können wir uns nicht zu unserem Interesse an irgendwelchen Titeln äußern. Genau. Die nicht schon in Deutschland lizenziert sind. Genau. Mhm. Frage beantwortet. So, was haben wir hier? Kurumu, Charlotte und Plastic Memories. Ja, wenn wir euch dazu was sagen könnten, hätten wir euch das tendenziell gesagt, aber nachdem wir vorhin in dem Bereich nichts gesagt haben, gibt es auch zu Charlotte und Plastic Memories noch nichts zu vermelden.
Wird es bei Durara ein Extra geben? Wissen wir auch noch nicht. Wissen wir leider noch nicht. Auch da sind wir gerade noch in der Produktfindungsphase. Auch da absolut. Gibt es morgen ein Produktfindungsmeeting zusammen mit Assassination Classroom und Free und Anohana, genau. Das sind ja unsere Releases. Mhm. Da kommt schon wieder eine Frage nach einer Serie. Nein, wir können uns nicht zu Serien äußern. So. Mhm. Zieht ihr es auch in Erwägung, ältere Titel nachzulizenzieren? Ja, die Frage kam ja vorhin, glaube ich, auch schon mal. Da hatte jemand gefragt, ob wir es uns vorstellen können, Titel zu lizenzieren, die älter als 2010 sind. Also, unser Fokus ist tatsächlich eher auf neueren Sachen. Man soll niemals nie sagen, aber da kann man schon sagen, also wir beschäftigen uns eher so mit Sachen, die aktuell rauskommen oder vielleicht die letzten 3, 4, maximal 5 Jahre. Vielleicht kommt irgendwann mal was, was auch noch älter ist, aber wir haben ja mit Wolf's Rain schon einen Titel. Und Blood Plus auch, Baki sind auch schon älter. Aber der Fokus wird nach wie vor auf neueren Sachen liegen. Mhm. Hier, es gab vor kurzem das Gerücht, dass Peppermint ins Manga-Geschäft einsteigt. Benny, das wäre doch super, oder? Ne, das war wahrscheinlich darum, weil wir die Maiball-Lesung gemacht haben. Ach so, weil wir Maiball vorgelesen haben. Und dann haben die Leute gedacht, wir hatten so viel Spaß dabei, das ist der neue Trend. Ja, lasst es mich so formulieren. Wenn wir noch Mangas machen würden, dann weiß ich nicht. Dann würde ich gar nicht mehr schlafen. Nee. Wartet mal ab, was wir Aufregendes mit unserem VOD machen. Das nimmt schon genug Arbeit hier bei uns in Anspruch. Da werden wir Manga erstmal, glaube ich, werden wir mal die Profis machen lassen. Da gibt es ja sehr, sehr gute Verlage in Deutschland, mit denen wir auch sehr, sehr gut zusammenarbeiten. Da wollen wir eigentlich auch gar nicht in Konkurrenz treten. Kommt der Steins Gate Movie auch mal in irgendwelche Kinos? Der war ja schon im Kino. Lieber schon in Feier. Der lief im letzten Festival, ja, im letzten Januar. Dementsprechend Kino leider schon durch. Aber nächstes Jahr im Sommer auf DVD und Blu-ray. Und ja, vielleicht, weiß ich nicht, müssen wir mal mit den Animagic-Leuten oder mit den anderen Con-Leuten reden. Vielleicht zeigen wir den nochmal auf Conventions auf 1, 2 vorher. Dann könnt ihr ihn da auf jeden Fall nochmal gucken. Manga-Hörspiele, das ist eigentlich echt eine gute Idee. Eine Marktlücke. Das müssen wir machen. Mit der Verena zusammen. Maiball. Maiball-Hörspiele. Verena, du sprichst alle weiblichen Charaktere. Und der Chris alle männlichen und wir machen Regie und Aufnahmeleitung. Oh, das, Mann, das wird unser super. Weihnachtsgeschenk. Oh, das wird super. Ja. So, was haben wir hier noch? Shinichi fragt, wie sieht es mit dem Re-Release zu Wolf's Rain aus? Ja. Ist ein guter Titel. Ja, super. Also ist ein guter Titel, aktuell hapert es ein bisschen daran, also da können wir auch mal ganz offen kurz reden. Wolf's Rain war schon mal draußen, ja, und für uns macht das tendenziell nur Sinn, wenn es da irgendwann mal ein Rework gibt, ja, also wenn es da vielleicht eine HD-Version gibt, dass man das Ding auch auf Blu-ray rausbringen kann. Ich denke, da jetzt nochmal eine SD-DVD raushauen, macht wenig Sinn, aber wir sind da offen, also sollten die Japaner sich mal dazu entschließen, das zu reworken, dann möchte ich das absolut nicht ausschließen, dass wir das rausbringen. Weil ist ein geiler Titel. Absolut, absolut. Nachdem wir es auch mit der deutschen Synchro ja haben. Und die deutsche Synchro ist auch eher echt gut besetzt. Also ja, der gute Daniel Nathan spricht da ja. Der gute David Nathan, der spricht ja sogar den David, nicht Daniel. David Daniel Nathan. Der Daniel Nathan. Jetzt wird er nie irgendwann oh nein, für uns arbeiten für uns wollen. Nein. Ach ja. So, was haben wir denn hier? Roy Rogers McFreely. Riesig. Möchte wissen, da wir gerade bei Oxygen waren, ist das jetzt ein Studio, wo man hingeht und sagt, wir hätten gern für diese und jene Serie eine Synchro und die machen das dann alles selber oder beauftragt ihr die Leute wie Regie etc. selber und mietet das Studio an? Nein, das ist ein Full-Service-Deal, den wir da machen. Also wir gehen da hin und sagen,
Jungs, Mädels, wir möchten gerne eine Anohana-Synchro haben. Mhm. Und ja, dann machen die das für uns. Also man kann sich so vorstellen, es ist ein bisschen eine Mischung aus beidem, würde ich sagen. Ja, wir haben natürlich Wünsche, wo wir sagen, wir haben schon ein bisschen Einfluss drauf. Aber in der Regel ist das so, wie wir das auch sonst handhaben. Es kommen Vorschläge aus dem Studio, wen wir besetzen, wer Regie macht und wer Buch schreibt. Und dann sagen wir Yo oder wir sagen No. Und oh Gott. Und ja, oder Benny, so läuft das doch. Ja, genau. Also Bennys Job nämlich, habe ich zum Benny rübergeschoben. Ich habe gesagt, ich habe so viel anderes Zeug zu tun. Nein, Benny sagt ab sofort Yo oder No. Genau so, wir sollten T-Shirts mit dir machen. Ein Yo-T-Shirt und ein No-T-Shirt. Das halte ich dann immer in die Webcam so. Hier, schau mal, das halte ich davon. Nein, also es läuft tatsächlich so ab. Wir kriegen so gesehen alles vorgeschlagen und haben aber quasi am Ende die Entscheidungsmacht darüber und sagen halt, hey Leute, finde ich cool oder finde ich nicht cool oder den könnte ich mir da jetzt nicht so gut vorstellen, wie wär's denn mit dem? Wir bringen ja auch selber immer wieder Vorschläge ein für zum Beispiel Sprecher oder wenn wir da irgendwie besondere Vorstellungen haben oder besondere Wünsche haben, das wird da alles beachtet und ja, es ist so gesehen dann am Ende eine Kooperationsarbeit, aber natürlich der Hauptarbeitsteil, wie das Aufnehmen und so weiter, das läuft unabhängig von uns. Da sind wir zwar je nachdem mal dabei und passen ein bisschen auf, aber mehr auch nicht. Ja, genau. Was haben wir hier? Pegasolo fragt, braucht ihr in Japan für eure Verhandlungen immer Dolmetscher oder läuft da auch viel in Englisch? Zum Glück ist das so Grundvoraussetzung, im Medienbereich zu arbeiten, dass man Englischkenntnisse hat und dementsprechend laufen unsere Verhandlungen immer auf Englisch ab. Auf Japanisch, glaube ich, würde nur zu Chaos führen, zu noch mehr Chaos. Ich wollte gerade sagen, also manchmal ist das Englisch, führt das Englische schon, ist schon schwierig. Ach ja. Basti hört sich 20 Jahre älter an, wenn er so tut, als ob er jung ist, verdammt. Yo, es stimmt, dadurch, dass ich so tief werde, klinge ich so ein bisschen wie, weiß ich nicht, mir fällt gerade kein Vergleich ein. So, was haben wir hier denn noch? Das Poster kann man nicht, also falls ihr das hier meint, nein, das ist ein Teil von unserem Messestand, den wir uns hier hingestellt haben. Das kann man nicht kaufen und falls ihr dieses Poster meint, das bekommt ihr, wenn ihr einen Tagespass auf dem Festival kauft. Das ist nämlich eines der Items, was wir im Festival-Säckchen drin haben werden. Und ja, da könnt ihr das dann haben, wenn ihr es denn haben wollt. Mhm. So. Wenn ihr eine Charaktere wären könntet, welche wärt ihr am liebsten? Ach, jetzt hat. Koro-Sensei. Na, jetzt hast du das gesagt. Okay, wir wären beide Koro-Sensei. Benny ist die linke Tentakel, ich bin die rechte Tentakel. Isaya. Finde ich auch cool. Koro-Sensei, finde ich geil. Ich hab's voll drauf. Und bin voll schelmisch. Warum Isaya? Weil Isaya einfach badass ist. Nein, Isaya ist ein Charakter, mit dem kann ich mich sehr gut identifizieren. Hochintelligent. Oh, ja. Oh. Und äußerst manipulativ. Ja. Wartet mal. Wenn wir irgendwann mal mehr Mitarbeiter in diesem Büro haben, warte bricht der offene Nerfkrieg aus. Warte ab, was hier passiert. Wie ich alles infiltrieren werde. Ja, ich lese gerade das Thema Love Life Codes. Da kam ja die Frage von sehr, sehr vielen Fans schon, ob wir die Love Life App Codes auf dem Festival verteilen werden. Und aktuell sieht das leider nicht gut aus. Also wir haben heute eine Absage dazu bekommen, aber diese Absage werden wir nicht akzeptieren. Ich werde da nochmal nachbohren, weil ich das ein bisschen unfair finde, dass die Amis und die anderen das alle so bekommen haben und wir kriegen das jetzt nicht. Aber aktuell, leider Stand heute 19.16 Uhr ist, wir haben eine Absage bekommen für die Love Life Codes fürs Festival, aber Basti gibt nicht auf. Ich habe ja noch ein bisschen mehr als 2 Monate Zeit, diese Codes zu besorgen und werde mein Bestes geben, dass wir allen, die auf dem Festival Love Life gucken gehen, dann so einen Code zuschieben können. So. Was haben wir hier?
Dann gehen wir mal kurz drauf ein. Vorhin kam die Frage, wann unser neuer japanischer Mitarbeiter da ist. Der wird nächste Woche tatsächlich hier aufschlagen. Aber falls ihr hofft, den mal auf der Kamera zu sehen, kann ich euch sagen, der ist sehr, sehr scheu. Also die Wahrscheinlichkeit geht gegen null. Sie ist quasi im Negativbereich. Genau, also die Wahrscheinlichkeit, dass man diesen Mitarbeiter hier mal zu sehen bekommen wird, halte ich für sehr, sehr unwahrscheinlich. Aber wir wollen mal gucken. Wir wollen ja so tendenziell in naher Zukunft, ihr wisst, vielleicht habt ihr es ja gesehen, wir suchen neue Mitarbeiter und alle, die sich jetzt leichtsinnigerweise beworben haben, die hier neu anfangen, werden wir euch auf jeden Fall mal vorstellen. Ihr kennt ja den Chris auf jeden Fall schon, unsere technische Aushilfe 2.0. Und die Verena haben wir noch nie im Stream gehabt, fällt mir gerade ab. Die haut immer so früh ab, die Sau, ey. Die müssen wir, glaube ich, mal hier festnageln. Die macht das hier irgendwie. Die soll doch mal Maiball lesen. Die ist vollkommen raus, genau. Genau, also die Verena. Ich mache mit ihr da mal ein Special drüber. Ich setze dich mit ihr hin und. Verena, warum drückst du dich eigentlich vor unseren Videos? Vielleicht kennt ihr Verena von den Conventions. Also, Verena war auf der Buchmesse, war auf der Animagic. Und war auch im Januar auf dem Festival in Nürnberg schon da mit dabei. Also habt ihr sie vielleicht schon mal gesehen. Aber bisher hat sie sich ansonsten sehr gut versteckt. Das werden wir irgendwie mal ändern müssen demnächst. Und alle, die hier neu anfangen, werden wir auch mal vor die Kamera zerren. Und gucken, wie sie sich hier so schlagen. Mhm. Anonatsu fragt nach Steelbooks. Steelbooks, ja, ist ein Thema, mit dem beschäftigen wir uns. Aber so richtig glücklich, lösungstechnisch sind wir da noch nicht. Mit dem, was wir bisher recherchiert haben. Also aktuell gibt es keine Pläne für Steelbooks, aber es ist auf jeden Fall so, dass wir auch diverse andere Verpackungsoptionen uns gerade mal anschauen, um auch mal was Neues zu machen. Wenn es da etwas zu vermelden gibt, dann werden wir das vermelden. So. Ich sehe schon, jetzt die Fragen laufen langsam auf. Falls wir noch irgendwas, was schon dreimal geschrieben wurde, was wir übersehen haben, schreibt es ruhig nochmal rein. Was haben wir hier? Railgun fragt, wo wird Assassination Classroom und Durarara vertont? Assassination Classroom wird in Offenbach bei Metz 9 vertont und Durarara wird auch bei Oxygen in Berlin vertont werden. Archangel fragt, in welchen Abständen bekommen wir denn euren Newsletter? Ja, wir haben ja jetzt glücklicherweise endlich so ein Newsletter-Tool gefunden, was dem Basti es möglich macht, Newsletter zu schreiben, ohne dass er durchdreht. Und dementsprechend wird es ja zu jedem Hangout im Prinzip ein Newsletter geben. Wenn wir mal eine Sondermeldung haben, gibt es einen Sondernewsletter. Ansonsten aber so ja tendenziell einmal im Monat. Außer ihr seid jetzt im Festival-Newsletter drin. Den Festival-Newsletter wird es ein bisschen öfters geben. Also da seid ihr drin, wenn ihr einen Tagespass gekauft habt. Denn da werden wir euch dann so im 2-Wochen-Rhythmus darüber informieren, was es zum Festival zu wissen gibt. Also dann gerade auch eben so Ticket-Ausgabezeiten und alles, was man ums Festival wissen muss. Das ist aber ein Newsletter, der eben nur an die Leute geht, die auch das Festival besuchen und da einen Tagespass gekauft haben. Wie oft wurde die Spielbook-Frage überlesen? Mehrfach. Mehrfach. Kommen wir zur nächsten Frage. Ja, das war die Ausweichtaktik. Ja, genau. Nein, Steelbook. So. Dann machen wir mal weiter hier. Was haben wir denn noch? Am Freitag. Alle sehen Sie eine kurdische Flagge? Ich sehe keine kurdische Flagge. Es ist die Festivaltasche. Nein, das ist so ein Troll. Nein, das ist so eine Trollaktion mit Sicherheit. Die trollen uns jetzt, die schreiben einfach nur kurdische Flagge die ganze Zeit, um uns in den Wahnsinn zu treiben, aber da stehe ich drüber. Hier, die Frage kommt nach der Königin der 1000 Jahre. Ja. Ob du noch an ihr dran bist. Oh ja, die heiße Königin der 1000 Jahre. Ja, da steht meine Aussage von der Konichi noch, es ist eine meiner Lieblingsserien und ich würde die sau gern machen, aber das ist so kompliziert, da ans Material zu kommen. Da gibt es auch keine Entwicklungen. Ich glaube auch nicht, dass es da jemals Entwicklung geben wird. Also wenn da nicht irgendwo plötzlich irgendwelche dubiosen Tapes von früher auftauchen, wird es fast unmöglich sein, das zu releasen in Deutschland. Leider. So, hier, Magister möchte Importbier mitbringen. Da müssen wir dich enttäuschen, wir trinken leider keinen Alkohol. Das heißt, wenn du den Sixpack mitbringst, lieber Magister, musst du alle 6 alleine trinken. Und spätestens, wenn du das dritte getrunken hast, lassen wir dich von der Security entfernen aus Sicherheitsgründen. Also danke für das Angebot, aber ich glaube, das Sixpack, das trinkst du lieber daheim mit deinen Kumpels. So, die Frage kommt, ob man bei uns mal, ob es einen Tag der offenen Tür gibt, Benni.
Bei dir im Büro machen wir das mal. Wir sperren Mainz ab, aber wir lotsen die alle zu dir rein. Bei dir ist eh viel aufregender als bei mir. Das wird Tote geben. Ja. Sehr viele. Wir können quasi ein direktes Tor in den Keller zu den Kultisten machen. Ja, aber müssen sie noch durch die Gemüseplantage im Erdgeschoss. Das stimmt. Ihr fallt quasi in die Gemüseplantage rein und brecht dann in das Fegefeuer der Kultisten. Nein, also es macht halt relativ wenig Sinn. Das ist so, wie uns auch immer viele Leute fragen, ob wir nicht mal ein Video drehen wollen, an dem man sieht, was wir... Das wollen wir ja theoretisch. Wir wollen ja immer das Crips-Video machen, aber es ist einfach so unfassbar unspektakulär hier. Ja, also ich verstehe, also ich kann das nachvollziehen, dass ihr denkt, dass das hier vielleicht mega aufregend ist. Allerdings ist das Aufregendste, was in diesem Büro passiert, tatsächlich hier in diesen paar Quadratmetern, was quasi unser kleines Streaming-Studio ist. Und alles andere sind wirklich einfach nur einfache, langweilige Büroräume, in denen ganz viele Rechner rumstehen, an denen wir arbeiten. Ja. Bei Basti und Verena steht tendenziell nur ein Rechner rum, bei mir stehen halt ein bisschen mehr Technikkram rum, aber auch, weil es halt meine Abteilung ist. Aber das ist echt nicht so aufregend. Also, nee. Man sieht da quasi nur, wie wir die ganze Zeit davor sitzen und arbeiten. Genau, und arbeiten so still vor uns. Also es ist auch nicht, ich meine, es ist jetzt nicht super langweilig hier, aber nein. Es ist vielleicht auch nicht so lustig, wie das jetzt in unseren Videos hier immer wirkt. Wir haben schon ordentlich was zu tun und fahren auch durchaus die eine oder andere Überstunde immer wieder mal hier, um mit dem Zeug überhaupt fertig zu werden. Ja, vielleicht irgendwann mal, wenn wir größer sind, machen wir mal einen Tag der offenen Tür. Dann dürft ihr mal vorbeikommen, aber aktuell leider haben wir da weder das Material, um euch zu unterhalten, noch haben wir die Zeit. So, verfolgen wir die aktuelle Season, was sind eure Favoriten? Ich muss ganz ehrlich sagen, dadurch, dass ich ja in Japan war und das Spiel war, also ich bin relativ raus, mehr Asterisk Walk halt, weil es unseres ist, schaue ich ein bisschen, aber ansonsten mich relativ raus. Das ist eigentlich, war letztes Jahr im Herbst schon so. Da musste ich, habe ich ja schon hart gekämpft, damit ich Shigatsu irgendwie am Laufen halte, neben den Sachen, die wir doch so hatten. Aber Benny guckt was er ganz toll findet. Nicht? tatsächlich. Also ich habe ja immer das Problem, dass ich eigentlich keine Zeit so wirklich habe, mich so großartig durch die Season durchzuschauen, also durch wirklich alles durchzugehen. Aber aufgrund meines Gundam-Wahns, den ich, seitdem wir in Japan waren, ein bisschen anheimgefallen bin und ich dabei dann zufälligerweise gesehen habe, dass es jetzt in dieser Season eine Gundam-Serie gibt, eine ganz neue, bin ich treuer Zuschauer von der neuen Gundam-Serie, Iron-Blooded Orphans. Und ja, für Mecha bin ich bis jetzt echt positiv überrascht. Also hätte ich nicht gedacht. Ist interessant anzuschauen. Ist jetzt auch nicht gerade super fröhlich, sondern der Hauptcharakter hat schon seine sehr düsteren Momente, was ich sehr cool finde. Und ja, es ist nicht so bescheuertes Mecker aufs Maul hauen, sondern es hat halt auch ein bisschen Story noch drumherum drin. Also bis jetzt bin ich sehr positiv überrascht, muss ich sagen. Ja, Basti ist raus. Basti hat keine Zeit. Mal gucken. Muss ich alles über Weihnachten nachholen. Komplette Season. So, Kurumu fragt, ab wann dürfen die Tagespässe mitplanen? Genau, wir haben ja auch ein Special, also für alle, die ein Early-Bird-Ticket gekauft haben fürs Festival oder die jetzt noch so ein November-Special-Ticket kaufen, ihr könnt aktiv nämlich an der Festivalgestaltung teilhaben. Ihr bekommt nämlich Fragebögen, wo ihr uns einfach sagt, was ihr wie wo sehen wollt und daraus basteln wir den Zeitplan. Das wird aber erst Ende des Monats stattfinden, wenn wir auch alle Filme angekündigt haben. Also jetzt einen Zeitplan zu basteln, wo noch 5 Filme fehlen oder 4 oder weiß ich nicht, wie viel fehlen, macht keinen Sinn, also einfach abwarten, ihr bekommt da dann auch eben eine E-Mail zugesendet, wo ihr dann eingeladen werdet, an dieser Umfrage teilzunehmen und das Festival gemeinsam mit uns zu gestalten. Ein Münchner sagt zu Freibier nicht nein. Wir schon. Gut, dass wir eigentlich, das ist die Frage, was versteht man als Münchner? Ich meine, wir sind ja keine Geborenen. Wir wohnen schon lang genug hier. Aber wir sind keine geborenen Münchner. Ja, ja. Wir haben dieses Gen nicht. Ich kenne aber auch viele, das ist nur so ein Klischee. Ich wollte gerade sagen, wir haben nicht das Freibier-Gen. Ja, und ich glaube auch die Leute, die dieses Freibier-Gen haben, sind alles Zugereiste. Das sind alles Leute, die ziehen hierher unter dem Vorwand. Oh, ich bin Münchner, jetzt also, kann ich hier saufen. Ja. Ich meine, das ist eine tief religiöse Handlung in Bayern, ja. Freibier. Das ist ein Lebensmittel hier, Grundnahrungsmittel. Mhm. So sehen auch viele aus. So, kommen wir zurück zum Thema. Ja, eigentlich sind wir schon am Ende.
Also ist ja jetzt schon 19:30 und wir haben ja um 8:30 ein Konzert, wo wir hier hin müssen. Und awesome. Vielleicht. Ja, ich weiß, ich habe auf der Spiel gesagt, der Münchner sagt nicht nein zu Freibier. Was hätte ich dann zu Chore gekauft? Ja, genau. Habe. Und hast du auch ein Foto gemacht, wie du das Bier in der Hand hältst, ja? Also. Ja, es ist, ich sollte mal sagen, wie wenig Spaß ich hatte, dieses Bier zu trinken. Episch gefailt. Ja. Nun gut, wie gesagt. Die Gundam-Serie ist genial, siehst du? Ja. Ich stehe nicht alleine da. Wir müssen jetzt aber trotzdem Ende machen, Benni. Jawohl. Wir wollen aufs Konzert. Vergiss absolut es nicht. Und wir gehen jetzt nämlich No Such Thing gucken. No Such Thing. No Such Thing. In der roten Sonne. Ich bin sehr gespannt, wie es wird. Benni hat mich da in irgendwas reingeritten schon wieder. Und ja, wir bedanken uns fürs Zuschauen. Vielen Dank. Ja, hoffe, das hat euch wie immer ein bisschen Spaß gemacht. Benni kann schon mal rübergehen und kann unser Outro vorbereiten. Das haben wir bestimmt vorher nicht gemacht, vermute ich mal. Und ich sag danke. Falls ihr es nicht von Anfang an gesehen habt, könnt ihr jetzt jederzeit bei Twitch hier den Rerun gucken. Und ab morgen könnt ihr auch die Aufzeichnung auf unserem YouTube-Channel gucken. Da findet ihr auch unsere Peppermint Gaming-Videos und Trailer und unseren TIFCOM-Bericht und ganz vielen anderen Schmarrn, den wir so machen. Abonniert ruhig unseren YouTube-Channel. Tut nicht weh, schadet nichts. ansonsten ist der Basti morgen um 18 Uhr wieder mit Life is Strange hier bei Twitch im Gaming-Stream. Nächste Woche Dienstag spielen wir auf jeden Fall. Ich habe es auch schon hier liegen. Wir dürfen es nur leider noch nicht spielen. Also, wir haben es heute schon gespielt, aber wir dürfen es leider euch noch nicht zeigen. Ja, wir haben hier nämlich schon das Sword Art Online Lost Song rumliegen. Ganz, ganz cool. Ja, die ersten 10 Minuten habe ich schon gespielt. Das werden wir am Dienstag auf jeden Fall für euch spielen im Peppermint Gaming Stream ab 18 Uhr. Dann ab 20 Uhr mal gucken. Vielleicht spielen wir Battlefront, vielleicht spielt der Benni aber auch wieder irgendwas völlig anderes. Und alle Infos rund um Peppermint Anime findet ihr auf Facebook, Twitter, Google+, Tumblr, unserer Homepage, Twitch, Instagram, in unseren Twitch-Streams, was Twitter auch immer. Twitter, habe ich Twitter nicht schon gesagt? Weiß ich nicht. Ihr könnt auch jetzt eben Newsletter bei uns abonnieren. Ich weiß gar nicht, ob ich den Newsletter-Button schon aktiviert habe. Ihr könnt auf jeden Fall mal ein Festival-Newsletter abonnieren, falls ihr da Bock drauf habt. Und ja, auch unseren normalen Newsletter muss ich mal irgendwo einfügen, könnt ihr den abonnieren. Ja, und jetzt, glaube ich, habe ich alles gesagt, was ich sagen wollte. Glaube ich, denke ich, hoffe ich. Wenn ich was vergessen habe, tut es mir leid. Gratulation an alle Gewinner. Das nächste Hangout, wie gesagt, am 9.12. hier wieder bei Twitch ab 18 Uhr live. Unser Festival Quickie Hangout am 25.11. In der Hoffnung, dass es ein Mittwoch ist. Falls es kein Mittwoch ist, dann ist es an irgendeinem anderen Termin. Heute ist der 11., 18., 25., genau, in 2 Wochen. Wir sagen Dankeschön und auf Wiedersehen. Schauen Sie bald wieder. Nein. Schauen Sie bald wieder rein. Denn etwas Show muss sein. Das war das Peppermint Anime Hangout November. Wir sehen uns hoffentlich bald wieder. Macht's gut. Bis bald. Tschüss. Auf Wiedersehen. Au revoir.